In etwas weniger als 2 Wochen steht der Höhepunkt der laufenden Karnevalszeit an. Doch bei den diesjährigen Rosenmontagsumzügen wird es wohl weniger Kamelle in der Menge regnen als gewohnt. Einige Karnevalsgesellschaften und Festkomitees haben für das bunte Treiben deutlich weniger Süßigkeiten eingekauft als früher. Der Grund? Die Inflation macht auch den Jecken zu schaffen. Durchschnittlich 30 bis 40% teurer ist das süße Wurfmaterial im Vergleich zum Vor-Corona-Karneval. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.